Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Train Sim World CSX Heavy Haul. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich unglaublich, dass dieses Spiel endlich am Start ist und ich es jetzt auch zeigen darf. Und zwar ein bisschen aufnehmen darf, ein bisschen spielen darf. Ja, hier das rote hier das rote Fadenkreuz, was wir gerade gesehen haben. Das ist das Zielobjektiv des Raketenwerfers. Das ist schon der erste direkte Mod, den ich euch hier vorstellen will. Nein, ist natürlich Blödsinn. Was wir machen sollen ist, wir werden hier so ein klein bisschen jetzt das Tutorial klimpern und werden mal schauen, ob sich das Spiel macht und wie geil die Open World ist oder wie geil eben auch nicht und wie detailliert das Ganze hier sein wird, denn ich habe es noch gar nicht gespielt, ne? Absolut blind. Gehen Sie zu einer Lokomotive und steigen Sie ein. Steigen Sie in die Lokomotive ein. Ja, ist ja egal, ne? Nehmen wir einfach die hier vorne, oder? Das ist ja vollkommen Wumpe. Die Stufen hinaufsteigen. So, und jetzt sind wir schon mal hier oben. Oh, hallo? Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Na, Alter, ist das geil, oder? Aber auch von Detail her ist es natürlich ein bisschen wie Pornos. Um die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Ich bin der Lokführer! Das kann ich noch gar nicht glauben. Alter, ich bin echt der Lokführer, ich glaub's nicht. Das ist geil! So. Wenn Sie auf dem Lokführersitz einer Lokomotive sitzen, erscheint die Blickfeldanzeige in der unteren rechten Ecke. Ja, sehe ich. Diese zeigt Ihnen wichtige Informationen über die Lokomotive an. Oh, jetzt wird's interessant. Die Anzeigen auf der rechten Seite zeigen den Druck des Bremssystems an. Ah, ganz wichtig. Rechte Seite, Druck, Bremssystem. Entlang der Unterseite befinden sich die Richtung? Leistungs- und Bremstypen-Anzeigen. Bremstypen? Oh, okay. Und zu guter Letzt, das Ausrufezeichen auf der linken Seite ist die Sicherheitswarnanzeige, bekannt als Alarm. Alarm! Diese leuchtet auf, falls etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert und muss bestätigt werden. Ja, das kriegt man hin, würde ich sagen. Aber da wir ausgebildeter Lokomotivführer sind... Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Ach, halt's Maul. Auf was? Hell, okay. Jetzt habe ich den Schalter. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel. Ach. Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung. Okay. Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf vorwärts. Na, ja, das brauchen Sie mir nicht sagen, ey, das weiß ich doch. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremse über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen. Ach, geht schon los. Moment. Ach, so, jetzt ist schon gelöst. Okay. Schön. Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hintereinander. Denken Sie daran, Sicherheit steht an erster Stelle. Immer. Ganz wichtig. Werden wir auch ganz groß schreiben. So. Ist ein Traum. Fahren wir irgendwann auch los? Ach, da unten. Erhöhen Sie nun die Leistung, aber nicht zu viel. Nee, nein. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Schön sanft. Erhöhen Sie die Leistung um eine Stufe. Eine ganz dünne Schicht Butter. Och, guck, da geht's schon los. Das geht ja rasant. Zack, und da fahren wir schon 12 km/h. Ich glaub's nicht. Ich fahre jetzt einfach hier. Ja. Guck, 17 km/h schon auf der ersten Leistungsstufe? Sie fahren. Großartige Arbeit. Hallo. Um eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten,
Bewegen Sie den Leistungsregler wieder in die Position Leerlauf. Was? Auf Leerlauf haben wir konstante Geschwindigkeit? Während Sie fahren, möchten Sie sich bestimmt einmal den Zug von außen ansehen. Dies können Sie tun, indem Sie eine der Außenkameras auswählen. Ach so. Oh, schickimicki. Spielen Sie ruhig ein bisschen mit der Kamera, während der Zug ausrollt. Ach, wir rollen aus. Alles klar. Eine ganz eine tolle Sache. Na, guckt euch das mal an. Ist das der Hammer, oder? Ich find's cool. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Stellen Sie die Zugbremse auf anfängliche Reduktion. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein. So. Auf was soll ich stellen? Anfängliche Reduktion. Ah ja, das heißt, die Bremse fängt schon mal an, ein bisschen zu beißen. Ja, ist doch super. Zack, und da stehen wir schon gleich. Ich fand's ja traumhaft. Also die Fahrt, das war ja easy peasy. Also das war ja wirklich easy peasy. Na, guckt euch das mal an, die Einführungssequenz. Sie sind nun bereit, Train Sim World zu erkunden. Das ist kein Problem. Um mehr über die Betriebsabläufe bei der Bahn zu lernen, können Sie beim Erkunden Tutorials aktivieren. Außerdem finden Sie diese auch im Hauptmenü. So, ist ein Traum. Wir sind immerhin schon mal 476 Meter gefahren. Tutorial noch einmal. Nächstes Tutorial, Hauptmenü. Mach mal einfach weiter, oder? Was? Fotos aufnehmen? Ich will Sie belieben. Mitfahren? Steigen Sie in verschiedene Züge, während diese den Aufgaben nachgehen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und... Rangieren im Rangierbahnhof. Na, das wird ja ganz besonders interessant. Sie möchten etwas über das Rangieren lernen. Rangieren? Werfen wir einen Blick darauf. Ist irgendwas mit Kochen, kann das sein? Blanchieren? Ja. Bevor ein Zug irgendwo hinfahren kann, müssen Mannschaften zuerst die Wagen zusammenstellen. Akribische Planung stellt dabei sicher, dass die richtigen Wagen im richtigen Gleis stehen, um so den richtigen Zug zusammenstellen zu können. Was? Steigen Sie in diese Lokomotive. Der hat einfach aufgehört. Wir fangen an. Der hat einfach aufgehört. So, wir sollen erstmal in die Lokomotive steigen. Das haben wir ja schon mal geübt. Das geht ja. Easy peasy, lemon squeezy. So. Falsche Seite, natürlich. Tür auf. Rein da. So, mein Sitz. Rüsten Sie die Lokomotive auf und fahren Sie auf die dort vorne stehenden Wagen zu. Gehen Sie es ruhig an. 5 Meilen pro Stunde reichen aus. Okay, Licht an. Vorwärts. Lösen. Und ganz dezent. Jetzt ist die Frage, wie viel sind 5 Meilen, ne? Ich glaube 8 km/h oder sowas. Aha, hier kann ich also quasi auch den... Fuck. Okay. Okay. Ah ja, alles klar. Also man kann hier mit der Tastatur, kann man hier ein bisschen mit Chingeringeln. Kein Problem. Okay, tastaturmäßig geht das also... auch ganz, ganz gut ab. So, sobald Sie angekommen haben, stehen Sie... Okay. Zack! Ist er dran. Nicht? So, was soll ich machen? Sobald ich angekommen habe, soll ich... Genau so. Sie haben es. Rückwärts. Ach so.
Nun bringen Sie diese wieder hinter die im Gleis liegende Weiche zurück. Alles klar, Meister. So. So, das heißt, wir fahren jetzt quasi... Ah ja. Oh, 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 oh. Nur ruhig, Brauner. Immer schön ruhig. So, da rollen wir mal ganz gechillt hier hinter. Ne, die paar Meter, die schaffen wir noch. Da können wir auch noch mal ein bisschen Gas geben. Komm, da sind wir nicht so sparsam heute. Was, die Amperezahl, das würde mich mal interessieren. Was heißt die Amperezahl? Unten links, neben der kmh-Anzeige. Ne, ich fahre 13 kmh und links daneben ist so eine Amperezahl. Ach, oder ist das das? Okay, ich weiß es nicht. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich soll die hinter die Weiche zurückbringen. Ich muss dann bestimmt aussteigen, die Weiche. Oh, das mit den Weichen ist ja überhaupt nicht mein Ding, ne? Aber ist kein Thema. Kriegt man auf jeden Fall alles hin. So, pass auf. Zack. Muss ich jetzt anhalten? Muss ich anhalten, oder? Okay. Der Zug hat die Weiche passiert. Wir können anhalten. Okay. Ja, ist ein Traum, ne? Was ist denn die 4 Kilometer dahin? Um diese Wagen auf dem benachbarten Gleis abstellen zu können, muss eine Weiche im Gleis gestellt werden. Steigen Sie von der Lokomotive herunter und gehen Sie zur Weiche. Okay. So, tun wir das doch. Ah, wir haben die Tür offen gelassen. Das ist natürlich nicht so doof. Das ist natürlich nicht so gut. So, dann einmal hier hinter. Und da hinten die Weiche umstellen. Dann können wir quasi wieder zurücksetzen und können die Waggons auf das andere Gleis schieben. So, warte mal. Diese war. Achso, ja, wir sind jetzt quasi von da rechts gekommen und wollen die wo auch immer hinschieben. So. Bewegen Sie den Hebel so weit, dass die Schienen in die andere Richtung ausgerichtet sind. Exzellent. Wir sind nun bereit. Da fahren wir jetzt quasi. Steigen Sie wieder in die Lokomotive ein. Okay. Drücken Sie die Waggons das Gleis hinunter und schließen Sie diese mit denen, die schon dort abgestellt sind, zusammen. Ach, ich wäre verrückt. Noch mehr Waggons anhängen. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild hier. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis jetzt ein bisschen angetan. Wirklich angetan. Außer, dass es ruckelt. Okay, krass. Ich glaube, das ist performance-technisch ist das Spiel hier ziemlich, wow, ziemlich krass unterwegs auf jeden Fall. So, das heißt, wir fahren wieder nach vorn und gib ihm. Und Bremse los. Hätten wir erst machen sollen. Achso, und was wir nicht vergessen dürfen ist, wo war denn das? Scheiße, hat er gar nicht hier? Mal 200 Meter. Wo waren die? Oh. Okay, okay, okay. Ja, nicht mehr wie 5 Meilen, ne? Das ist immer so eine Sache, liebe Freunde. So, okay. Sind wir zu schnell? Nee, wir sind auf keinen Fall zu schnell, oder? Das geht raus. 5 Meilen ist, glaube ich, denke ich, ganz in Ordnung. Mit 6 km/h. Jo. Passt. So. Ach du Kacke. Und jetzt? Sie machen das großartig. Alter. Weiter so. Was für ein Zug. Um die Lokomotive von den Waggons abzukuppeln, steigen Sie herunter und gehen Sie zum ersten Güterwagen. Okay. Ja. So. Da ist zunächst er. Zunächst drehen Sie das Bremsrad am Güterwagen fest, damit die Waggons sicher stehen bleiben. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Da oben das ist das. Genau, das wusste ich ja. Ziehen Sie den Trennhebel, um die Lok von den Wagen zu lösen. Genau, das hätte ich als nächstes gemacht. Das ist nämlich hier der Trennhebel. So, ui. Und jetzt?
Und das wäre auch schon alles. Ach so. Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis alle benötigten Wagen auf dem gleichen Gleis zusammengestellt sind. Okay. Zum Schluss steigen sie zurück in die Lokomotive und fahren das Gleis ein Stück hinauf, so dass diese zum Rangieren weiterer Wagen bereitsteht. Aber nichts leichter und lieber als das, mein lieber Freund. Gar nichts leichter und lieber als das. Rückwärts. Eins. So. Und dann rollen wir erstmal ganz gechillt einen hin. Wo soll ich die jetzt hinstellen? Einfach hier wieder abstellen, oder? Habe ich mir so gedacht. Nach der Weiche. Ich denke, das ist ganz cool. Okay. Kann man eigentlich die gleichzeitig benutzen? Das würde mich auch immer noch interessieren. So, wenn wir den Zug jetzt hier abstellen, ist da eigentlich alles cool, oder? Was ist, wenn ich... Die dynamische Bremse? Fuck! Zap, da sind wir schon mal Level 1. Wow. Wow, 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 wow. Gesamt 1500 Punkte. Ja, ist das super, oder? Da haben wir das doch schon mal richtig gut gemeistert. Theoretisch wäre jetzt das nächste Tutorial möglich. Aber wir machen hier erstmal kurz Schluss, meine lieben Freunde, und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge deswegen hier erstmal ein bisschen kürzer, weil ich das Video heute noch bringen will. Und ich bin erstmal raus. Lasst einen Daumen da, wenn ihr mehr von dem Projekt sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Manus. Ciao.